Ist ja mal gar nicht laut, der Regen. Wo ist... Da, da müssen wir lang. Alter, ist ja mal gar nicht laut. So, wo ist denn die Kiste? Wir können ja auch gleich ein bisschen... Holzkohle mitnehmen. Na toll. Jetzt die Kiste weggespawnt oder was? Ach komm, ernsthaft. Dann nehme ich ein bisschen Holz mit. Und vielleicht ein bisschen Kohle farmen. Hallo Kerstin, ich grüße dich. Willkommen zum Let's Play Live, schon zum Live-Let's Play. Streamst du gerade über die Elgato? Nein, ich streame über, über die Playstation. Live von der Playstation. So. Alter, das Gewittern. Ist doch gut, wir trotz. So. Aber das mit der Dehydrierung finde ich voll geil. Danke für den Tipp übrigens. Oh. Mit der blanken Faust auf den Dings hauen ist nicht so gut. Vielleicht sollten wir mal wieder eine Axt craften. Ich schau mal eben nach Favoriten. Steinaxt. Ich mach nochmal 3 Stück. Dann haben wir wieder. Und wir haben eine. Alter, wir haben eine Pistole. Mit Verschlussgehäuse. Ist ja geil. Mega. Wie gefällt dir Battlefield 1? Voll geil. Also werde ich mir definitiv holen. Es hat noch einige kleine Bugs. Aber, ich glaube, wenn sie das hinkriegen, also mir gefällt es. So dieses klassische, ja, was heißt klassische Gameplay, aber dieses ohne Schnickschnack-Waffen, einfach über Kimme und Korn und tralala, finde ich voll geil. Die Panzer sind ein bisschen sehr stark, muss ich sagen. Aber, das ist alles machbar, das können sie alles machen. Ist ja noch eine Beta. Ja, genau wie das Pause-Menü einfriert und so. Da ist ein Bär am Brennen, ich weiß nicht warum. Ich sollte vielleicht mal hier verschwinden. Und ich bin, glaube ich, auch ein bisschen sehr weit von zu Hause weg. Ja, ich finde es mega, auch grafisch und so. Es ist sehr stark auch angelehnt an Battlefront, die Grafik. Also es ist mega, Es macht eine Menge Spaß. Gut, ich finde die Karte ein bisschen... Ach, guck mal, hier schon wieder Abwurf. Ach, da. Okay, ich finde es ein bisschen... was wollte ich gesagt haben? Ich habe es vergessen. Ich finde es ein bisschen... Achso, ein bisschen, genau, ein bisschen schlecht gewählt die Karte für die Beta, weil die Karte ist sehr, sehr sniperlastig. Da hätte ich mir doch gewünscht, dass es vielleicht doch... Oh, hier, geil. Dass es doch eine andere Karte gibt. Boah, nehme ich mit. Geil. Hier, bisschen Holzkohle können wir auch haben, wenn wir schon einmal dabei sind. So. Achso, die Kiste verschwindet, sobald sie gelandet ist. Sobald du in den Nebel bist, taucht sie wieder auf. Achso, das ist ein guter Tipp. Ich fahre mir hier mal ein bisschen. Ich gehe mal Richtung unserem Schlafsack wieder, damit wir wieder Richtung nach Hause kommen, weil es wird ja schon relativ spät. Wir haben ja schon 14 Uhr, also in-game. Oder beziehungsweise 2:30. Und die Holzkohle können wir gut gebrauchen. Dann können wir noch mal ein paar Fackeln bauen für unsere Wohnung. Und wir müssen auch noch mehr Holz farmen. Weil ich hier... Ja, ist so gut, Petrus. Weil ich will ja unbedingt unsere Hütte ausbauen. Ach, im Dorf kann man relativ gut, eigentlich gut den S-Holz spielen. Ja, das stimmt. Da hast du wohl recht. Aber ich hoffe, da gibt es noch so richtig geile Karten, die so Art Close Quarters sind. So wie bei Battlefield 3 damals. Das war mega. Aber sonst ist es echt ein geiles Game. Oh, wir sollten uns ausruhen. Kann ich denn irgendwas essen, um die Ausdauer hoch zu pushen? Habe ich irgendwas? Ich habe nichts mehr zu essen, fällt mir gerade auf, oder? Dose Katzenfutter. Hau ich mir mal zwischen die Kiemen. Ich hoffe, mir wird nicht schlecht und ich hoffe, ich muss davon nicht irgendwie wursten oder so. Aber ist ja egal. So. Hey, Bauwerkzeug ist jetzt auf Level 14. Meine Fertigkeit. Cool. Okay, ist gerade jetzt nicht so spannend, jetzt hier die ganze Zeit so einen Baum zu sehen, aber... Alter. Wo ist denn... Hier ist die Steinaxt, ne? So. Aber müssen wir ja machen. Bier und Kaffee gibt dir gut Ausdauer. Echt? Wir haben ja Bier, ne? Warte mal. Natürlich, wir haben Bier. So. Geil. Ja gut, Kaffee kann ich mir vorstellen. Alter, mir ist kalt. Oder? 29 Grad. Ich glaube, ich sollte mal vielleicht verschwinden aus dem Biom hier so ein bisschen. Aber ich will mir ein Holz mitnehmen, weil bei uns in der Wüste ist nichts. Obwohl, warte mal, hier ist ja schon die Wüste. Hallo, mein Freund.
Mal eben den Müll suchen. Ja, toll. Guck mal, er brennt. Ah, und hier hört es auf zu regnen. Ja, ist ja geil. Feier ich ein bisschen. So, Katzenfutter. Katzenfutter ist lecker. Also jetzt in-game. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich esse Katzenfutter jeden Tag oder so. Ne? Soll ja sehr reichhaltig sein. Habe ich mir sagen lassen. So. Lalala. So, dann wollen wir mal. Da, 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 da. Boah, und ist das geil, ein Greenscreen erstmal ohne Lampe zu spielen, weil ich habe heute nur, es ist nur das Tageslicht, was den Greenscreen ausleuchtet. Finde ich voll geil, muss ich sagen. Dann ist es wenigstens durch die Lampe nicht so warm, weil es ist ja, wieso juckt es mich denn schon wieder so? Das sind Fahrenheit, keine Grad. Ach so. Entschuldigung. Ich kann nicht lesen. So. So. Ich nehme ein bisschen Holz mit, ne, wenn wir schon einmal dabei sind. Sind wir gejagt? Nein, wir sind versteckt, okay. Hallo Spiel? Will ich mal ein bisschen im Auge behalten da. Die zwei, wo auch immer, da sind sie. Eine läuft gerade gegen die Palme und der andere ist da, die andere ist da so ein bisschen am Rumzappeln. Wie gut, dass der Regen so laut ist, da kann man gut die Zombies hören. Macht Sinn. So. Lalalalala. Lalalalala. Okay, wir gehen gleich mal raus aus dem Biom. Gehen mal Richtung nach Hause, weil sich... die Axt schon wieder. So. Alter, dieses Gewitter, ne? Ja, Baum, geh doch mal... Natürlich, fall doch mal auf mich drauf. Ah, ich bin gejagt, okay. Das heißt, ich sollte hier verschwinden. Oh, ein Hase. Lecker, einen Hasenbraten können wir auch machen. Wir können eigentlich mal so ein bisschen... Regen, kannst du mal aufhören? Ich bin in der Wüste. Danke. So. Können wir mal einen Hasen hier... Alter, ein Schwein! Hallo Schwein, hallo Ferkelchen. Ich hab's natürlich nicht getroffen, ist klar. Das gibt's doch nicht. Essen! Ich hab Hunger! Bleib hier, Schwein, bleib hier. Ich hab Hunger! Alter, wie viel hält denn das Schwein aus, bitte? Wie viel hält denn bitte das Schwein aus? Ja, natürlich, Spiel, ruckel doch einfach mal. Nein, Spiel! Toll, jetzt haut das Schwein ab, wir werden es nie wiederfinden. Das gibt's doch nicht. Wie viel hält denn das Schwein aus? Okay, unsere Ausdauer, wir haben auch so langsam... Du leidest eine Unterkühlung. Was? Oh Gott. Okay. Ich sollte vielleicht mal ganz schnell hier verschwinden. Und er rennt nicht mehr. Weil wir kletschnass sind. Oh, verdammt. Wenn er erfriert, bekommt er eine Auszeichnung. Ja, ich... ich würde gerne hier raus, aber ich... Ich glaube, wir werden sterben. Ja, wir verlieren auch schon Leben. Kann ich mir nicht Feuer machen eben oder so? Oh Gott. Und wir sind so weit wieder reingelaufen. Okay, wir erleiden auf jeden Fall eine Unterkühlung. Und die Wüste ist noch so weit weg. Boah. Das ist... Und ist es so warm gerade hier? Hilft es was, wenn ich was trinke? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, natürlich. Und da kommt ein Zombie. Wo ist die Wüste? Und wir brauchen unbedingt was zu essen. Verdammt, ey. Das Schwein, das hätten wir gut gebrauchen können. Wir hätten wir schönen Schweinsbraten machen können. Verdammt. Wenn uns jetzt ein Zombie angreift, sind wir so am Arsch. Am Arsch. Und es wird gleich Nacht.
Das ist natürlich super. Oh Gott, wir werden so wegnippeln, wenn wir hier nicht rauskommen. Weil normalerweise in der Wüste müsste es ja eigentlich von der Temperatur wieder nach oben gehen. Ich versuche mal hier ganz schnell wieder in die Wüste zu kommen. Hallo Spiel. Du bist hungrig. Ja, toll. Was soll ich denn bitte essen, wenn ich nichts habe? Kaktus kannst du jetzt haken dann. Ja, ist doch gut. Kaktus kannst du jetzt haken und dann essen. Ja, das ist super. Wenn ich erstmal hier rauskommen würde und in die Wüste komme. Weil ich verliere jetzt permanent Leben. So. Wo ist denn bitte die Wüste? Ist doch die richtige Richtung, die ich gehe, oder? Ich schau mal eben schnell auf die Karte. Hallo, Karte. Karte? Karte. Nein, ich laufe falsch. Oh Gott. Da ist die Wüste. Oh Gott. Ich dachte schon. Oh, meine Athletik ist jetzt auf Level 10. So, da ist ein Kaktus. Dann essen wir den Kaktus mal. Oder hier. Oh, Alter. Oh. So. So, kann ich das jetzt essen? Warte mal, wo ist denn... Ah, Yucca. Lass Yucca, Kumpel. Kann ich das essen, Yucca? Tatsache. Okay, die Dehydrierung geht natürlich jetzt auch wieder weg. Hier ist nochmal ein Kaktus. Was war das denn? Achso, das war unser Magen, glaube ich, ne? Okay, auf jeden Fall sind wir in der Sonne und wir haben nicht mehr so viel Hunger. Das ist schon mal gut. So, nochmal essen. Okay, vielleicht sollten wir ein paar Kakteen hier wegcraften. Wegmachen. So. Dann haben wir ein bisschen Yucca. Lasch Yucca, Kumpel. Guck mal, wer da oben steht links. Siehst du ihn? Ach, verdammt. Das war eine Yucca-Pflanze. Aufheben. Ach, man kann die auch so pflücken. Ach, das ist ja geil. La la la. La la la. La la la. Da ist auch eine Yucca-Palme. So. Ich gehe mal wieder Richtung Bett, ne, damit wir nach Hause kommen. Boah, war das spannend. So. Nein, ich drücke mal die falsche Taste, verdammt. Wo ist denn... Ach, da unten. Haben wir schon im Inventar. Okay, ich sollte nicht gedrückt halten. So. Zwischendurch ein bisschen Yucca mitnehmen. Yucca, Yucca. Und dann geht schon 31%. Das ist doch schon viel, viel besser wie gerade. So, was haben wir hier? Auch nochmal. Hallo? Hallo. Spiel, danke. So. Also ich habe auch keine Ahnung, wie lange generell das Let's Play dann geht auf YouTube. Ich weiß es nicht, ob ich dann, weil das ist ja wieder, das ist ja auch so ein Spiel wieder, was endlos ist. Das ist ja so endlos Games und irgendwann musst du einfach, das war ja damals bei Minecraft auch. Bei Minecraft habe ich dann auch irgendwann aufgehört und du musst irgendwann musst du bei so endlos Games einfach aufhören, weil sonst findest du nie ein Ende. Weil sonst bist du ja da permanent dran. Und ich habe auch keine Ahnung, wie viele Folgen das dann irgendwann werden. Aber jetzt sind wir ja erstmal noch ziemlich am Anfang. So. La, 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 la. Und wir müssen ja auch die siebte Nacht überleben. Oder siebten Tag. So. Mitnehmen. Yucca. Ich pack mir die... Oh. Ja, ist natürlich super. Ich pack mir nochmal eben die Yucca. Yucca, Yucca. Wo ist denn die... Yucca-Pflanze. Kann ich die auch essen? Nein, kann ich nicht essen. Warum nehme ich die dann mit? Gibt's doch... Hä? Was war das denn? Okay. Mysteriös. Einmal ein Abdallah ermittelt schon. So.
Ich hoffe, ich habe jetzt Jucker bekommen. Ja. Dann kann ich das wieder wegpacken. Das packe ich mir hin. Okay, wir werden mal... Bringt man das eigentlich, wenn ich die hier mitnehme? Wir werden mal ein bisschen... ein paar Kakteen hier nochmal... abgrasen. Dann haben wir nämlich ein bisschen was zu essen. Und wir kriegen sogar... Okay, Holz habe ich gerade bekommen. Wahrscheinlich durch den Busch. Durch den George W. Und da... Ach, guck mal an, wo wir sind. Ich werde bekloppt. Aber das ist gut zu wissen wegen Nahrung. Alter, dann können wir ja hier ohne Ende Kakteen farmen. Dann haben wir ja ein Ressourcenvorrat fürs Essen, was... Boah, das ist ja mega. Dann brauchen wir nie wieder Hunger leiden. Das ist geil. Feier ich ein bisschen. Okay, so langsam wird's Nacht. Wir sollten uns echt beeilen, nach Hause zu kommen jetzt gleich. Weil ab 22 Uhr fangen die an zu rennen und ich hab keinen Nerv. Keinen Nerv darauf. Ach, mir juckt schon wieder mein Auge. Warte mal. Ich hab... Alter... Schrecklich, wenn man noch so ein bisschen Schlaf im Auge hat. Weil es ist noch ein bisschen früh. Was heißt früh? 11 Uhr. Aber, ich habe keine Lust, wenn die rennen, dass ich hier keine Ausdauer mehr habe. Und ja, Spiel, friere mal ein. So. Da, 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 da. So. Nehme ich auch nochmal mit. Aua, aua, was? Ja, natürlich. An so einem... Alter! An so einer kleinen Kaktee... piekse ich mir erstmal den Fuß auf. Und verliere erstmal, sehr viel Lebensenergie. So. Ich würde sagen, jetzt gehen wir nach Hause. Ist schon 21 Uhr. Ich würde gern vorne das Tor ein bisschen zubauen. Ich habe, glaube ich, auch noch kein Eisen. Aber wir können Eisen bei uns in der Base abbauen. Warte mal, ich beeile mich mal eben. Boah, Alter, hier sind überall Kakteen. Boah, wie geil. Kann ich hier Eisen abbauen? Geht das? Tatsache. Wie geil. Warte mal, wie lange... Ich kriege aber nichts. Sag mir jetzt nicht, ich kriege erst was, wenn ich das abgebaut habe. Das wird ja ewig dauern. Oh Gott. Warte mal, kann ich denn... Na. Schau mal eben, kann ich Eisenrahmen... Wir haben, glaube ich, Eisen noch in der Kiste, ne? Oben im... In unserer Hütte... Wir können zwar einen Holzrahmen bauen, aber... warte mal. Nein, Favoriten nicht. Können wir denn eine Wand? Holzfenster, Holztür, hölzerne Stützbalken, gesicherte Tür, ja, Holzplatte, tralala, okay, Können wir auch Holzwände bauen? Aha, Stein, ja, Stufen, toll. Steinplatten, ja, haben wir alles nicht. Ich kann auch sogar suchen. Warte mal, ach, man kann sogar suchen. Wand? Aha. Wandertresor, super. Macht ja mega Sinn. Hallo Jerome. Holzklappe. Hölzerner Block. Holzklotz. Holzpfosten, Holzplatte. Wird für Basen verwendet mit Holz und... Aber kann ich die auch... Nee, kann ich wahrscheinlich nicht gerade stellen, ne, oder? Ich mach mal so zwei Fenster. Ich will mir das mal angucken. Dass wir das vielleicht mal... Ja, ich weiß, die Nacht beginnt. Kann ich... Na toll, das funktioniert ja... Hey, das funktioniert ja super. Toll. Hallo. Was würde denn jetzt Sinn machen? Holzrahmen? Ich mach mal hier so ein paar Holzrahmen hin, damit die da ein bisschen aufgehalten werden. Aber es juckt in mein Auge. Ja. Das kann wieder zurück. Das kann wieder rein. So. Ich mach mal hier so... Ja, mach ich mal hier hin. So. Baue ich mir natürlich selbst den Eingang auch zu, aber ist mir jetzt erstmal egal. Okay, wir könnten theoretischerweise nochmal so zwei gut gebrauchen. Oder machen wir ein paar mehr. So, was wir haben wir. So. Den mache ich. Ja, guck mal den da hin. Machen wir ruhig davor noch. Warte mal. Machen wir ruhig davor noch. Dann haben die... Dann brauchen die ein bisschen länger, bis die da durchkommen.
falls wir Besuch bekommen, ne? So. Jetzt muss ich das natürlich erstmal ausbauen, ne? Nein, nicht abbauen. Okay, das war ein bisschen dumm von mir, vor allen Dingen. Ich komme da. Hallo, Spiel? Ich hätte das vielleicht ein bisschen anders machen sollen vorher. Erst unten die Klötze verbessern. Weil die sind jetzt einfach so lose. Hallo? Weil so komme ich da wahrscheinlich gar nicht mehr dran, ne? Oder ich müsste außen rum gehen. Muss ich mal gucken. Ich hoffe, das Holz reicht. Man weiß es nicht. Ich verstärke es nochmal. Ja, wir haben kein... Ich weiß, wir haben kein Eisen. Sonst könnte man noch mit Eisen verstärken. Tü-tü. Level up! So. Komme ich denn... toll. Da hinten ist natürlich auch super offen. Und ich baue hier vorne alles zu. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Macht natürlich mega Sinn. Okay, wir haben es 23.09 Uhr. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen Besuch von hinten irgendwie. Von hinten? Aber wenigstens ist es hier schon mal zu. Können wir ein paar Spikes bauen? Ich schau mal eben, warte mal. Verteidigung, glaube ich, war das, ne? Waffen fallen. Hier, fallen. Ja, Holzstacheln. Die können wir davor setzen. So, warte mal.